herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Freestyle Commentary. Hier auf Bootleg. Und ja, ich werde euch heute eine Waffe vorstellen. Die meisten kennen sie sich ja schon. Und ja, ich habe vorgehabt, das eigentlich schon vor 2 oder 3 Monaten zu machen, das Commentary. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, keine Ahnung, mir haben die Themen gefehlt oder so, oder das Video ist irgendwie untergegangen. Auf jeden Fall ist das eine Secondary Mob. Ja, die ganze Spannung ist jetzt flöten. Könnt ihr wieder abschalten. Für die, die jetzt noch dranbleiben, ja, ich wollte euch auf jeden Fall die beste Secondary für mich jetzt persönlich vorstellen. Die MP9 mit Schalldämpfer. Könnt ihr auch mit erweitertem Magazin spielen, halt je nachdem, womit ihr besser klarkommt. Aber auf jeden Fall, die Waffe ist sowas von der Knaller. Und ja, ich habe am Anfang ja gesagt gehabt, dass die FMG 9 Akimbos irgendwie die beste Secondary sind. Allerdings musste ich dann feststellen, nee, ist doch nicht so. MP9 ruled. Und ja, ich weiß auch nicht, also die Waffe ist echt so krass und hat dafür, dass es auf jeden Fall eine sekundäre Waffe ist, eine übelste Reichweite. Und allgemein, ich finde die einfach krass, die Waffe. Die hätte man genauso gut auch als Primärwaffe reinhauen können. Mit ein bisschen größerem Magazin. Ist echt brutal, die Waffe, ohne Witz. Ja, also normalerweise Commentaries mache ich ja auch sonst auch immer Freestyle. Ich mache mir aber vorher schon einigermaßen so Gedanken, okay, in die Richtung willst du was erzählen und sowas. Diesmal bin ich komplett ohne Plan reingekommen und wollte euch eigentlich nur ein paar Infos geben, was momentan so bei mir abgeht. Ja, eine Sache ist auf jeden Fall, dass ich seit einer Woche oder so kein MW3 mehr spiele, weil mich das Game so abgefuckt hat. Ja, was soll ich sagen, also wo das Spiel neu released wurde, in den ersten paar Tagen, habe ich in einem Commentary mal erwähnt, wie scheiße MW3 doch ist und auch bei Facebook und so, und ich wurde auf übelst geflamed, so von den Leuten, die das Spiel noch nicht hatten. Von wegen, du hast keine Ahnung, Kacknoob, MW3, das wird der Hammer. Und ja, ich hab das Game ja schon eine Woche vor Release oder so gehabt. Und deswegen konnte ich mir einigermaßen eine Meinung dazu bilden. Und ja, ich finde das einfach nur krass, dass die Leute mich am Anfang steinigen wollten, und heute ist echt jeder auf YouTube das Spiel am kaputt flamen, so zu Recht, weil es einfach manchmal wirklich unspielbar ist. Und ja, ich habe dem Spiel auf jeden Fall eine Menge Chancen gegeben und habe versucht, immer das Gute da drin zu sehen, weil es gibt ein paar gute Sachen. Es gibt viel, was heißt paar, es gibt viele gute Sachen im Spiel, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, also zu 90% ist das Spiel Müll, wirklich. Also 90% meiner Spiele, die sind wirklich eine Katastrophe. Jetzt nicht, weil ich hier keine Ahnung, nichts auf die Reihe kriegen würde oder so, aber ich weiß nicht. Ich habe einen hohen Standard, was meine Videos angeht, so. Und ich weiß nicht, es geht hier nicht. Keine Ahnung, seit drei Wochen, keine Ahnung, mit dem letzten Patch, ich weiß nicht, was da gepatcht wurde oder was sie da kaputt gepatcht haben, keine Ahnung. Also, die Verbindung in den Games ist sowas von unter aller Sau. Also, es war ja schon vorher so, dass
Leute in den Games waren, die nicht verreckt sind. Und das hat jetzt wirklich Überhand genommen. Ehrlich. Also in jedem Spiel habe ich ungefähr die Hälfte der Leute, die sterben nicht. Das fällt insbesondere auf, wenn man Pumpguns spielt. Ich habe ja versucht, die Pumpguns durchzumopsen. Fehlen mir jetzt noch ein, zwei, glaube ich. Ja, da fällt das richtig auf. Also es gibt wirklich die Hälfte der Leute, die sterben wirklich aus kurzer Distanz mit der Shotgun, mit One-Shot. Und dann gibt es Leute so, da brauchst du zwei, drei, vier Schüsse, damit die down gehen. Und wenn der erste Schuss den Gegner nicht tötet, dann steht man wirklich mit heruntergelassenen Hosen davor. Vor allen Dingen, wenn er irgendwie Akimbo spielt oder spielt überhaupt keine Rolle. Er kann spielen, was er will, aber in der Zeit, wo ich nachlade, in der Zeit hat er mich schon längst geholt. Und gerade bei, da ist die Moab. Ja, ich werde auf jeden Fall mal so, da ist die Moab-Shirts drucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde die auf jeden Fall verlosen. Wo war ich stehen geblieben, ey, mein Gott. Ja, Leute, die nicht sterben wollen, Spawn-System, alles irgendwie für den Arsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann rüber zu MW2 gewechselt. Und das spiele ich jetzt die ganze Zeit und habe auch diese Doppel-XP-Tage da total drauf geschissen und weiß auch nicht wirklich, ob ich jetzt, ich bin jetzt im 16. Prestige, glaube ich, weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch weiterspielen soll oder nicht, keine Ahnung. Also ich gebe dem Spiel noch zwei, drei Wochen, maximal noch einen Monat und wenn ich merke, okay, da tut sie nichts, und ich habe überhaupt keinen Spaß mehr an dem Spiel, werde ich auf jeden Fall so eine öffentliche Verbrennung werde ich aufnehmen und hochladen, wie ich das Game verbrenne und draufpinkle oder sowas, irgendwie sowas. Ja, ansonsten, ja, MW2 spiele ich wieder und da haben die auch einige Sachen gepatcht. Das ist wirklich ein Witz. Das ist, also MW2 geht in die Richtung von MW3, keine Ahnung. Also die Connection ist andauernd für den Arsch. Und man wird auch nur noch so wie MW3-like irgendwie nur regional vermittelt. Und ich habe ständig Deutsche in der Lobby, die einen kennen und genau wissen, worauf man spielt und was man vorhat und keine Ahnung, den Leuten macht das irgendwie Spaß, so irgendwie dagegen zu arbeiten. Kann ich auch verstehen, aber das fuckt halt ab, wenn man genau weiß, okay, die wissen, was ich vorhab. Und nichtsdestotrotz macht es auf jeden Fall viel mehr Fun wie MW3. Aber ich hoffe, also eine Zeit lang hat mir MW3 richtig Spaß gemacht, also so ist es nicht. Ich hoffe, ich werde auch den Spaß wieder dran finden. Allerdings sieht es momentan nicht danach aus. Vielleicht tut mir so eine Pause auch mal ganz gut. Was mir auf jeden Fall fehlt, ist der Specialist. Das war wirklich das Ding, was MW3 so, was mich dazu gebracht hat, das Game so lange überhaupt zu spielen. Ich hoffe, das wird es in Black Ops 2 geben. Ich freue mich auf jeden Fall auf Black Ops 2. Wird dem Spiel auf jeden Fall auch die Chance geben, die es verdient hat. Selbst wenn es irgendwie der letzte Abschiss sein sollte, werde ich auf jeden Fall Zombie durchsuchten. Weil, ja, Zombie, meine Spezialität, esse ich am liebsten. Ja, ich habe auch gehört, dass es wieder eine Black Ops Special Edition geben soll. Und zwar war das ja bei MW2 so, dass es diese Special Edition Kisten gab. Bei MW2 war es so, da hat man das Spiel und ein funktionierendes Nachtsichtgerät bekommen. Und bei Black Ops war das ja so, dass man das Spiel und dieses RC-Car mit Kamera und sowas dabei hatte.
Habe ich beides gehabt. Beide Special Editions. Und war eigentlich recht enttäuscht, dass es das für MW3 nicht gab. Und ja, bei Black Ops 2 soll es der Gerüchteküche nach diesen Quad-Rotor oder Quad-Helikopter oder wie das Teil heißt, auf jeden Fall soll es sowas geben. Was richtig geil wäre. Allerdings bin ich mal gespannt, was sie da für einen Preis dann draufhauen. Also bis 200 € wäre ich auf jeden Fall bereit, so ein Ding zu holen. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal abwarten. Und falls es sowas gibt, werde ich mir das natürlich holen und ein Unpacking dazu machen. Mit meiner Machete. Ja, ansonsten die Controller. Ich habe jetzt größtenteils meine Controller lackiert. Und werde hier zwischendurch mal einen verlosen. Und ja, ich weiß noch nicht genau wie und womit, aber ich würde mir auf jeden Fall Gedanken machen. Ihr könnt ja reinschreiben, falls ihr Ideen habt. Dann, ja. So, das Spiel neigt sich dem Ende. 198, 191. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall eine Menge Comments. Und ja, das war's von mir. Macht's gut. Bis demnächst. Peace out. Thank you.